Ja, hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Ihr seht es, wir sind wieder in Space Engineers und außerdem wurden wir gerade eben, also gerade eben heißt kurz vor der Aufnahme, von irgendwas angegriffen. Aber offensichtlich hat unser Türmchen hier sehr schnell kurzen Prozess daraus gemacht. Und da fliegt noch irgendwas rum. Ein wenig Schrott, okay. Hä? Ja, ich hatte eben auch auf dem Radar ganz kurz eine Drohne aufpoppen sehen, aber glücklicherweise, hier ist noch ein Schrott, okay. Wo ist jetzt die Drohne? Keine Ahnung. Hm. Vielleicht ist sie schon weiter, ist der ganze Schrotthaufen schon weiter geflogen. Müsste ich jetzt irgendwie mit den Admin-Tools gucken. Sparen wir uns an der Stelle, aber ansonsten, ich habe es gerade schon so ein bisschen impliziert, der zwischen den Folgen Markus war wieder für euch unterwegs und hat hier ein bisschen Dinge getan. Und zwar, übrigens an der Stelle muss ich nochmal ganz kurz entschuldigen, mir ist in der letzten Aufnahme, es ist mir irgendwie das Ende der Aufnahme ein bisschen abgerissen. Und deswegen auch irgendwie das abrupte Ende. Ja, ich habe hier ein paar Dinge getan, um mir irgendwie hier den ganzen Aufnahmekram so ein bisschen ergonomischer zu gestalten. Und dabei bin ich wohl versehentlich auf den Knopf Aufnahme beenden gekommen. Bisschen blöd, aber wir haben hier was in unserer kleinen Bar gemacht. Die hat nämlich einen Namen und zwar nicht Spacebar, wie wir sie quasi letzte Folge genannt haben. Das wäre dann doch zu platt gewesen. Nein, es ist der X-Space. Ja, pun absolutely intended. Weiß auch nicht, was das hier ist, aber auf jeden Fall auch so genau. Und wir hatten natürlich noch eine kleine Jukebox hinzugefügt, mit der wir jetzt hier irgendwie auch entspannte Musik starten können. Ja, sehr entspannt. Okay, komm, sei still. Ansonsten, ja, unseren Kohleautomat hatten wir noch gebaut mit dem kleinen Cola-Zeichen und ja, ansonsten seht ihr schon, hier sind Dinge ein bisschen anders. Und zwar hat er zwischen den Folgen Markus sich jetzt entschieden, diese ganze nervige Arbeit hier irgendwie ja, für euch so ein bisschen zu übernehmen. Das heißt, wir haben jetzt hier das ganze Ding verschalt. Theoretisch könnten wir es jetzt unter Druck setzen, wenn wir denn genug Sauerstoff in den Tanks hätten, den wir nicht haben. Also wird einfach noch vorne und hinten nicht reichen. Ansonsten, ihr habt es vielleicht ja auch schon gesehen, wir haben jetzt hier so ein bisschen sowas wie Gänge. Das wird dann, habe ich jetzt hier auch mit den Neonröhren mal ein bisschen rumgespielt, damit hier so ein bisschen ja, Licht reinkommt. Die sind auch bewusst ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen enger gehalten. Ich denke, ich glaube noch nicht, dass es hier so 100% das Ende aller Dinge ist. Ich glaube, ich möchte hier noch ein bisschen mehr optische Abwechslung reinmachen. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich es mache, ob ich es mit Farbe mache oder vielleicht hier noch mal so ein paar Interior-Blöcke reinsetze. Das schauen wir dann noch mal. Aber wäre auf jeden Fall ein Ding und im Moment habe ich uns jetzt hier neben auch noch, wir sind gerade eben durchgegangen, hier noch so ein Airlock für Arme durch eingebaut. Also sprich, wenn wir hier reingehen, da oben ist ein Vent, der steht auf Depressurized. Das heißt, sobald wir hier irgendwie die Türen schließen, zieht er die Luft, die hier drin ist, raus, damit die uns nicht flöten geht. Wobei theoretisch, damit die uns nicht flöten geht, momentan wird sie das wahrscheinlich noch tun, weil das Ding noch gar nicht... Der Part hier ist noch gar nicht verbunden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwie von hier hinten, hinter der Basis sozusagen, eine Conveyor-Line durchziehen müssen und die dann mal langsam hier mit dem... Moment mal, hier ist verbunden. Hierüber kommen wir ins Inventar. Das heißt, eigentlich würde es voll und ganz reichen, wenn wir den Conveyor hier mit verbinden. Das heißt, wir gehen hier mal ganz kurz durch die Wand und schauen mal, wie wir das hier bewerkstelligen können. Licht soll helfen. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Da muss ich zwei hoch. Also einer, zwei. Das ist ganz gut, dass ich das hier mit den Farben ein bisschen gemacht habe. Weil mir das jetzt in der Sekunde gerade ein bisschen hilft. Gott, Moment mal, das Spiel ist ein wenig laut schon wieder auf meinen Ohren. Bei euch hoffentlich. Nee, ich sehe auch einen Pegel. Ich sollte es ein bisschen runterdrehen. So ist wahrscheinlich, ja, es sollte jetzt ein bisschen angenehmer sein. Ja, da habe ich natürlich auch wieder irgendwas Wandiges gemacht. Das ist prinzipiell schön und gut, aber ja. So, jetzt warte mal ganz kurz.
Ja, an der Stelle jetzt Ach, der Sekunde, ich muss kurz pausen. Nachsynchronisierungsmarkus, den hatten wir bis jetzt auch noch nicht gehabt. Es hat mir irgendwie das Mikro zwischendrin stumm geschaltet, als ich kurz pausiert hatte. Und damit sind so ein bisschen gerade die Kommentare flöten gegangen, deswegen gibt es das jetzt hier einfach neu. Also, an der Stelle gucken wir jetzt nochmal genau, wo wir eigentlich hin müssen. Das heißt, wir haben den Block da so ein bisschen weggefräst, damit wir eigentlich was sehen. Wo es hier weitergeht und haben festgestellt, der ist nicht ganz an der Stelle, wo wir jetzt dachten, an der wir sind. Also müssen wir noch ein bisschen Stück rein. Und natürlich ein bisschen reparieren, weil, ja, ihr wisst es ja, ist immer schlecht, wenn man dann die Blöcke so halb kaputt da lässt, weil sie halt auch ein bisschen unempfindlich werden. So, und jetzt sehen wir nämlich an der Stelle, dass wir hier noch ein bisschen umbauen müssen. Bisschen Platz schaffen, weil wir werden dann hier unsere Conveyor durchziehen. So, da noch an einen hin. Auch weil, ja, um sicher zu gehen, dass wir nicht versehentlich die Verbindung zum Solartower abtrennen, das wäre so ein bisschen unangenehm an der Stelle. Ja, da haben wir das Felsgeschrömpel wegmacht und natürlich direkt den Block verzogen. Und die Teile dafür haben wir natürlich gerade nicht auf der Tasche. Also müssen wir uns mal gerade welche holen gehen. Am besten hier einfach direkt durch die Wand. Dann stellen wir fest, der andere hat auch ein bisschen was abbekommen, aber zum Glück noch keine Komponenten verloren. Einmal das Zeug abholen. Und dann sind wir da an der Stelle auch wieder vollständig, was die Komponentenanzahl im Block angeht. So, dann hier können wir auch gleich dicht machen. Und an der Stelle den Zugang brauchen wir dann auch erstmal nicht mehr. Und dann kommt jetzt natürlich gleich der Teil, an dem wir uns eine ganze Menge an Conveyor Tubes nehmen müssen. Nein, bevor wir das tun, erstmal ganz kurz überlegen. Wie wir das jetzt optisch ein bisschen schön machen, damit das jetzt hier irgendwie nicht zu fies aussieht mit irgendwas, was um die Ecke geht. Aber da haben wir auch eine Idee. Und zwar setzen wir hier einfach nochmal eine Conveyor Junction in die Ecke. Und dann können wir an der Stelle gleich genau dasselbe, wieder genau dasselbe mit den Conveyor Pipes machen, dass das irgendwie ein bisschen einheitlich aussieht. Dafür klauen wir uns natürlich wie immer unsere schöne Baufarbe. Und dann können wir eine Pipe Cross setzen, zwei normale Pipes und dann ist das Ganze von der Gesamtoptik her genauso wie auf der anderen Seite. So, das mit dem Block wegmachen hat super geklappt. Das müssen wir nämlich doch wieder hinter, also wird er gerade wieder zerlegt. Clever. Und nachdem natürlich wieder der Sprit leer ist, einmal nachtanken bitte. Immerhin, wir haben jetzt hier die Med Bay und das ist schon sehr angenehm, dass wir dann nicht mehr so ewig an dem Survival Kit rumstehen müssen. Aber auch das habe ich ja schon mal erwähnt. Ich freue mich trotzdem jedes Mal drüber. So, dann erstmal eine ganze Menge Conveyor Tubes reinpacken und feststellen, wir brauchen Licht. Und an der Stelle können wir dann erstmal wieder in eine Ecke setzen, machen die gleich fertig, falls wir da später nicht mehr rankommen. Und jetzt natürlich erstmal die komplette Ladung da ranpacken. Wir können es jetzt hier so ein bisschen durchwiegeln, vorausgesetzt, der Stein da eben ist aus dem Weg.
Ja, und dann schließen wir das Ganze hier wieder entsprechend an. Dass wir jetzt hier nicht einfach von unten, also dem Conveyor, bei dem wir hier gerade sehen, hochgehen, hat einen Grund. Und zwar so haben wir ein bisschen die Möglichkeit, im Zweifelsfall nochmal zwischendurch zu fliegen. Falls wir dann nochmal irgendwie aufgrund von notwendigen Wartungs- oder Reparaturarbeiten hinter die Kulissen müssen. Hier nochmal eine Kurve dran gesetzt. Also Kurve, ja. Eigentlich ist es eher eine Ecke als eine Kurve, finde ich, aber es ist mit Curved Conveyor Tube übersetzt. Oder angegeben so. So, dann einmal alles zuschweißen. Wir hoffen mal, dass wir noch genug Teile auf Tasche haben. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Problem. Hier wird es gerade ein bisschen knapp beim Durchkommen. Auf der Seite, nee, auch doof. Naja, komm, weißt du was? Bohrer raus, hau mal da einfach den Stein mal da weg und gut ist. Dann kommen wir hier auch wieder ran. Und tatsächlich, die Teile, die wir auf Tasche hatten, reichen. Es wird grün, wir haben eine Verbindung. Dann können wir natürlich an der Stelle gerade den Block wieder reinsetzen, den wir eben weggesenzt haben. Farbe klauen natürlich. Und da sind wir auch schon wieder am Start. Sehr schön. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz in den Sauerstofftank rein, weil jetzt müsste ja eigentlich eine Verbindung da sein, oder? Nö, passiert nichts. Überlegen, warum ist das so? Weil eigentlich sollte alles gut sein. Mal kurz schauen. Können wir, ja, wir können vom H2O2 das Eis ins Inventar ziehen. Das heißt, bis zu der Kiste ist auf jeden Fall verbunden. Daran kann es schon mal nicht liegen. Das Ding ist auch an. Mal neu, einmal neu starten. Und dann schauen wir mal nach, ob das was geändert hat. Wir stellen fest, nein, hat es nicht. Auch irgendwie umstellen auf Stockpile, also sprich, dass der Tank irgendwie nichts weiter tun soll als Sauerstoff reinholen und ihn auch nicht mehr preisgeben, sozusagen. Will nicht. Mal nachgeguckt, der Conveyor-Block ist auch in Ordnung. Eigentlich gibt es keinen wirklichen Grund, warum das jetzt nicht funktioniert. Also ist die nächste Idee, dass wir mal ganz kurz die ganze Station power cyclen. Das heißt wirklich einmal konkret abschalten und wieder anschalten. Dafür gucken wir gerade nochmal, ob der Miner auch gerade brav weg ist, weil wenn der an der Station hängt, würde der mit abgeschaltet werden. Wollen wir an der Stelle erstmal nicht, aber nachdem der da gerade unten ist, alles kein Problem. Wir starten einmal die ganze Station neu mit Y, Power aus, nochmal Y wieder Power an. Und siehe da, das hat geholfen. Der Sauerstofftank fängt jetzt an, sich den Sauerstoff aus dem H2O2-Generator zu ziehen. Der verbrennt dann natürlich unser Eis, aber das ist halt so. Und natürlich passiert jetzt an der Stelle erstmal noch nicht allzu viel, ja? Also wir sehen nach wie vor, O2 ist auf None, Temperatur ist auf Freeze und das liegt daran, dass wir hier momentan noch nirgendwo ein Airvent gesetzt haben. Also ich glaube im Deutschen heißt es Lüfter. Dann sind wir hier ein bisschen am Überlegen, wie wir das machen. Tatsächlich habe ich mich dann an der Stelle dazu entschieden, nochmal einen zweiten Sauerstofftank dran zu setzen. Den ich jetzt an der Stelle auch erstmal mal wieder erstmal irgendwie suchen muss, weil manchmal verliere ich auch selber ein bisschen den Überblick meiner Hotbar. Na, nochmal nachschauen. Irgendwo muss doch dieser Tank gewesen sein. Und guck mal da. Da ist er. 9 Bars. So, dann setzen wir den da ran. Jetzt müssen wir uns ein bisschen überlegen, ob wir noch einen setzen, stellen dann aber irgendwie auch fest, ja, so 100% mittig werden wir es eh nicht kriegen, weil ja, die Anzahl der Blöcke der Bar ist halt eben gerade. Wenn sie ungerade wäre, da hätte ich es eigentlich ausrichten wollen, wäre das ein bisschen cooler gewesen, aber an der Stelle denke ich mir dann, okay, dann machen wir das halt anders, dann kommt jetzt der Lüfter einfach direkt an den Tank dran. Und dann machen wir das natürlich noch an all den anderen Stellen, wo wir Sauerstofftanks gesetzt haben. Das heißt, da kommt jetzt auch überall nochmal ein zweiter ran. An der Stelle fällt mir gerade auf, dass ich irgendwie, dass ich nicht die richtige Farbe habe. Also ich möchte natürlich den neuen Tank und den Lüfter auch eben in Weiß haben. Deswegen setzen wir das gerade mal nach, klauen uns die Farbe und so weiter. Und ja, dann geht es natürlich hier analog zu dem, was wir eben gemacht haben, voran. Also sprich, wieder jeweils ein Sauerstofftank dran, ein Lüfter dran. Und den ganzen Kram dann erstmal auf den Bildplaner ziehen. Uns die Teile holen und dann wundern wir uns an der Stelle gerade ein bisschen, warum das nicht geht, bis wir dann feststellen, ach ja, Momente mal, die Conveyor sind noch nicht zugeschweißt. Also holen wir uns einfach die erstmal nochmal, auch die Sache nochmal in den Bildplaner rein.
Und nachdem hier schon Verbindung ist, können wir uns hier die Komponenten auch über das Netzwerk rausholen und machen erstmal hier die Verbindung klar, damit uns das zukünftig nicht nochmal in den Arsch beißt. Und damit geht's dann an den zweiten Tank. Der ist dann auch schon gleich da. Klatsch, da haben wir ihn. Den Lüfter dran. So, hier reicht schon wieder, reicht natürlich wieder für nichts. Und wir sehen, der Lüfter fängt an zu pumpen. Also kurzum, wir bekommen jetzt Sauerstoff in den Raum. Das dauert jetzt natürlich eine ganze Weile. Machen wir gerade den nächsten fertig. Ja, weil je mehr Lüfter wir haben, umso besser wird es auch. Also sprich, das Raumvolumen kann natürlich besser gefüllt werden, wenn mehrere Lüfter gleichzeitig arbeiten, als wenn es nur ein einziger tut. Und unser Raum ist ja prinzipiell auch gar nicht mal so klein. Also ich meine, wenn wir jetzt hier mal schon mal ein bisschen schauen, wir mit der Bar und so sind wir noch in einem verhältnismäßig geringen Teil unterwegs. So, warum ich da jetzt zurückgerannt bin, frage ich mich gerade auch so ein bisschen, weil das hätte ich eigentlich ohne Probleme aus dem Sauerstofftank ziehen können. Der hat ja auch einen Cargo Access, aber gut. So, und damit ist auch der dritte Lüfter fertig und fängt direkt an loszuarbeiten. Und jetzt hier machen wir mal eine ganz kurze Begehung. Also das ist das ganze Volumen, das jetzt die Lüfter zu füllen haben. Das ist gar nicht so wenig. Da habe ich ja festgestellt, dass ich wohl irgendwie einen Block mal falsch aufgebaut hatte, als ich hier irgendwie das Ganglayout so ein bisschen gemacht habe. Aber ja, wir haben an der Stelle jetzt Sauerstoff. Ihr seht, O2 ist auf High, Temperatur ist auf Warm. Das heißt, wir können auch ganz entspannt jetzt das Helmvisier aufmachen und können atmen, ohne dass wir irgendwie Schaden davon bekommen. So, dann mal schauen, ob der Eisvorrat noch tut. 28,5k, das könnte eventuell reichen, um die Tanks zu füllen. Bin mir aber auch nicht ganz sicher an der Stelle. Also insofern, ja, werden wir einfach sehen. Im Zweifelsfall ist das Eis dann halt einfach leer. Tut uns jetzt in der Sekunde auch erstmal nicht weiter weh, weil wir ja noch keine Wasserstoffschiffe oder so haben, die das jetzt irgendwie dringend bräuchten. Und solange Sauerstoff in den Tanks ist, sind wir da eigentlich auch erstmal relativ entspannt. So, dann schauen wir hier ganz kurz in unsere Schleuse für Arme rein, stellen fest, ups, Visier ist noch oben, das muss man natürlich wieder runterklappen. Und die zieht dann halt einfach den Sauerstoff, der sich da reinfüllt, halt einfach gerade wieder direkt sozusagen ins Netzwerk zurück. So, ansonsten müssten wir uns im nächsten Schritt mal überlegen, wie wir dann da irgendwie hochkommen. Das ist jetzt natürlich auch gar nicht so 100% trivial und auch zum Zeitpunkt jetzt bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob wir es mit der Treppe machen wollen oder vielleicht mit dem Aufzug. Aufzug wäre natürlich schon irgendwie nice. Könnte man sogar vielleicht mit mehreren Ebenen machen, dass wir da irgendwie von da unten bis da hochkommen und uns das irgendwie auswählen können. Aber da müssen wir noch mal schauen, wie wir das machen. Das ist jetzt noch nicht 100% final entschieden. Aber ja, wäre auf jeden Fall ganz praktisch. Und wir wollen ja dann am Ende des Tages auch durch die ganze Station laufen können. Ohne jedes Mal irgendwie hier mit dem Jetpack quer durch den Hangarraum durchzufliegen. Ja, ansonsten ist dann die nächste Überlegung, weil wir wollen hier noch was tun. Und zwar hatten wir überlegt, dass wir Assembler bauen. Und ursprünglich war der Gedanke, die unterhalb der Plattform, wo jetzt die Cargo-Container liegen, anzubringen. Aber nachdem ich dann jetzt nochmal ein bisschen drüber nachgedacht habe, möchte ich die, glaube ich, einfach über die Raffinerien stellen. Das Problem ist natürlich, hier ist jetzt ein bisschen der H2O2-Generator im Weg und auch noch das ganze andere Geschrammel, was da rumliegt. Das heißt, das werden wir dann noch in irgendeiner Form irgendwie umstellen müssen. Ist das aber auch kein Problem. Ich meine, im Zweifelsfall, das Eis können wir aus dem H2O2-Generator einfach rausholen, einen neuen bauen und da rein verfrachten, dann ist wieder alles gut. Hier oben ja, können wir leider immer noch nichts zubauen, nicht solange der Miner hier noch unterwegs ist. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, schauen wir doch mal ganz kurz rein. Wie sieht das aus? 37,7% Progress, das heißt, er muss jetzt noch ja ein bisschen mehr als 60% hat er noch vor sich, bis er das von uns gesetzte Volumen dann soweit abgekrabbelt hat. Also kurzum, der wird noch eine ganze Weile lang rumfliegen.
Und in der Zeit, ja, können wir gucken, dass wir hier irgendwie weiterbauen und machen und tun. Ansonsten schauen wir hier, glaube ich, ist es jetzt an der Stelle schon, was wir nämlich auch noch machen wollen, ist Schwerkraft setzen. Aber dazu kommen wir dann nochmal. Hier gerade nochmal ein bisschen Platz geschaffen, weil wir hier dann später noch unsere Assembler aufbauen wollen. Ja, und dann schaue ich mal gerade an der Stelle, ob ich da irgendwie drüber komme und stelle fest, dass nein. Also behelfen wir uns jetzt an der Stelle vielleicht mit einem anderen Trick, um irgendwie rauszufinden, wo wir am besten unseren Gravitationsgenerator anbringen. Das heißt, einfach mal nach gutem Augenmaß abgeschätzt, wo hier in etwa die Mitte der Plattform ist. Hier könnten wir zwar theoretisch auch noch ein bisschen erweitern und machen und tun, aber für den Moment beschließen wir jetzt erstmal, dass uns das erstmal ein bisschen wurscht ist. Das lassen wir jetzt einfach mal so und nehmen tatsächlich die Mitte von dem Teil, in dem wir jetzt auch unseren Raum haben. Also natürlich, ob das jetzt 100% die Mitte ist, who knows, aber wir sagen jetzt einfach mal okay. Wir identifizieren diese Stelle als Pi mal Daumen Mitte. Und das Problem ist jetzt, wir können jetzt nicht mehr irgendwelche Bodenplatten anbohren, um irgendwie zu markieren, wo wir noch bauen wollen, weil sobald wir das tun, ist der Boden nicht mehr dicht und der ganze Sauerstoff aus der Station haut ab. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Also, was tun wir stattdessen? Wir setzen uns einen GPS-Punkt. Und dann hauen wir erstmal die Teile, die wir gerade auf Tasche haben, erstmal wieder zurück. Zack. So, dann sagen wir, alles klar, wir brauchen ein bisschen Stahlplatten. Wir brauchen die Teile für eine Schiebetür. Warum, erkläre ich euch gleich. Nicht Offset, Sliding Hatch ist es auch nicht. Nein, die ganz normale Sliding Door, danke, wird eingepackt. So, und zu guter Letzt brauchen wir natürlich auch die Teile für unseren Gravity Generator, damit wir endlich Schwerkraft haben und nicht mehr ständig, sobald wir mal ganz kurz den Kontakt zum Boden verlieren, irgendwie quer in der Gegend rumschleifen, wenn es rumschweben, wenn es Jetpack aus ist. So, dann irgendwie zu doof zum Tippen. Jetzt haben wir aber den Gravity Generator gefunden. Nehmen damit auch die Teile und wir stellen fest, oh, uns fehlen 6 Gravity Components. Kurz nachgeschaut, haben wir wahrscheinlich keine mehr, also bauen wir die mal kurzerhand. Die Teile dafür sollten da sein und ja, Silber, Gold, Kobalt und Eisen, davon haben wir ja wirklich eine Menge. Auch dank unseres kleinen Miners, der da fleißig hin und her fliegt. So, wo die Teile jetzt fertig sind, können wir sie jetzt endlich uns schnappen, haben jetzt alles, was wir brauchen und fliegen wieder hoch. Einmal durchs Airlock, das müssen wir auch noch schöner machen. So, zack, da haben wir wieder Sauerstoff, so weiter. So, und jetzt ist das nämlich jetzt genau unser Problem. Jetzt gucken wir erstmal, wo ist genau unser GPS-Marker. Wir gucken, dass wir das so abpeilen, dass wir ziemlich genau drüber sind. Und markieren das erstmal mit einer kleinen Blockkonstruktion. Und dann packen wir jetzt hier links und rechts 2 Blöcke hin. Sozusagen als Halterung. Da kommt nämlich jetzt gleich die Tür rein, weil wenn wir den Block hier wegsensen, würde die Tür ja mitten im Raum rumfliegen, wenn wir sie da anbauen. Warum wir das mit der Tür machen? Ganz einfach. Wenn wir jetzt den Block da oben wegmachen würden, hätten wir das Problem, dass der komplette Sauerstoff aus unserer Station draußen ist. Deswegen nehmen wir die Schiebetür, die ist nämlich luftdicht. Packen die so rein, dass wir uns da reinstellen können. Jetzt halber einfach die anderen beiden Blöcke auch nochmal zumachen. Tut uns jetzt erstmal nicht weh und wir haben ja mehr als genug Stahlplatten einstecken. Dann können wir nämlich jetzt hier die Tür schließen und den Block über uns auffräsen, ohne dass wir irgendwie Sauerstoff verlieren. Ihr seht es auch, der Ton verändert sich. Also wir haben jetzt wieder den Ton, den wir halt eben, diesen dumpfen Ton, der dann immer genau dann kommt, wenn eben kein Sauerstoff mehr vorhanden ist. So, dann, ja, Feststellung, verdammt, eigentlich hätte ich jetzt hier den Gravity Generator genau über mich bauen wollen und das geht jetzt nicht, weil der Block da weg ist. Aber, ja, komm, am Ende des Tages, ob der jetzt ein Block weiter vorne oder hinten steht, ist auch egal. Also machen wir hier einfach ein bisschen Platz wieder im Gebälk und setzen den GravGen dahin. So, einmal vollschweißen bitte. So, und wir hatten das Jetpack gerade ausgemacht und in dem Moment, in dem der angefangen hat zu funktionieren, seht ihr schon, hat es uns sozusagen auf die Schnauze gehauen. Wir sind dann einfach runtergefallen. Dann, bevor wir irgendwas weiteres machen, kommt der Block hier wieder zu und jetzt können wir auch die Tür öffnen und haben keinen Sauerstoff verloren. Perfekt. So, der Kram kann jetzt wieder weg. Brauchen wir nicht mehr.
und wieder ein gelöstes Problem. So, was wir jetzt noch tun, weil der Generator braucht schon relativ viel Strom. Also setzen wir uns mal in die Station rein, in die Außenansicht, damit wir auch irgendwie ein bisschen sehen, was passiert. Und machen das genau wie beim Sensor. Wir sagen Show on HUD und gehen dann natürlich gleich auf Info und sagen dann auch Show Gravity Range. Und jetzt seht ihr, dieser ganze grüne Bereich ist jetzt die aktuelle Range von dem Gravity Generator. Das ist jetzt natürlich ein bisschen viel, deswegen zieht es dann auch recht massiv Strom weg. Also, was wir dann tun ist, erstmal irgendwie wieder uns ein bisschen ausrichten, dass wir sehen, was Phase ist. Wir sehen jetzt hier an der Stelle 567 Kilowatt zieht er gerade. Ja, wahrscheinlich haben wir es, aber wir müssen ja jetzt nicht irgendwie übermäßig viel verballern. Also machen wir Folgendes. Wir sagen erstmal, okay, wir schränken die Feldbreite massiv ein und zwar nur so breit, wie unsere Basis bzw. unser Raum gerade ist. Das lässt sich halbwegs daran abschätzen, dass wir ja irgendwie wissen, wie weit wir den gegraben haben. Also sprich so ein bisschen, dass er den kompletten Eingangsbereich abdeckt. Dann schauen wir noch bei der Feldtiefe rein. Die ziehen wir jetzt auch ein bisschen runter. Pi mal Daumen müsste das so passen. Und ja, das ist ein bisschen nochmal angepasst. Geschaut, dass irgendwie diese grüne Linie halt eben da innerhalb der Basis endet. Und dabei stellen wir fest, oh, wir haben ein bisschen übertrieben. Müssen wir nochmal, hier ist halt eben jetzt nichts mit Schwerkraft. Also müssen wir die Field Depth nochmal ein bisschen raufschrauben. Und zwar so, dass wir das irgendwie entsprechend angepasst haben, dass das Ganze halt eben ganz knapp über die Fenster vorne geht. So müsste das in etwa hinhauen. Ja, vielleicht ein Stück. Passt. So, und damit haben wir jetzt auch an der Stelle Gravitation. Schalten jetzt dann natürlich noch wieder die Info aus, die uns die Feldausmaße anzeigt, weil brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Achso, was wir auch noch tun können ist, momentan haben wir halt ein G, also Erdgravitation, die schrauben wir jetzt mal ein bisschen runter. So 4,5, ja, ach, eigentlich können wir gehen dann noch mal ein bisschen runter, so auf irgendwie 3 Meter pro Sekunde, also irgendwie ein bisschen weniger als ein Drittel Erdgravitation. Ihr seht schon, wenn wir jetzt springen, machen wir natürlich auch einen entsprechend größeren Satz, aber das ist in Ordnung. Es geht ja einfach darum, dass wir jetzt irgendwie so ein bisschen wissen, wo unten ist, dass wir da hingezogen werden, und das muss jetzt nicht zwangsweise mit AMG laufen. Dadurch haben wir natürlich jetzt den angenehmen Vorteil, dass wir jetzt irgendwie nur noch knapp 108 kW verbrauchen im Vergleich zu den 570, die wir vorher hatten. Das ist schon ganz fein so. Dann zieht uns das nicht ganz so viel Strom weg. So. An der Stelle nochmal ganz kurz Folgenscreenshot. Kann man ja mal machen. Jetzt sind wir noch ein bisschen näher ran. So, und dann geht es auch schon weiter. Jetzt schalten wir natürlich wieder die Info aus, weil, ja, wie gesagt, braucht jetzt keiner mehr. Und damit haben wir in unserer Station tatsächlich Schwerkraft. So, wir stellen fest, es ist immer noch verdammt dunkel. Wir müssen hier unbedingt noch mal mehr mit Licht tun. Hier im Gang haben wir durch den Neonröhren zwar schon ein bisschen was, aber... Oder hier jetzt auch in der Bar, aber da kann noch ein bisschen mehr, es ist immer noch relativ dunkel. Und dafür müssen wir erstmal schauen, dass wir irgendwie gucken, was machen wir hier deckentechnisch. Am Ende, ja, ziehen wir jetzt hier einfach in Anführungszeichen eine Zwischendecke ein. Das hat natürlich auch den Vorteil. Wirkt der Raum dadurch nicht so hoch. Das finde ich bei einer Raumstation immer so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen... Die sollten halt schon ein bisschen beengt sein und nicht irgendwie so ein riesen Tempel werden, so ein maßloser. Zweitens hat es den angenehmen Vorteil, wir haben jetzt hier oben dann nochmal einen Raum, in dem wir im Zweifelsfall nochmal irgendwie die Freiheit haben, irgendwelche Conveyor-Pipes durchzuziehen, wenn wir dann nochmal auf der Oberseite Waffen montieren wollen. Auch das ist natürlich eine sehr hilfreiche Geschichte, und im Zweifelsfall können wir dann auch, wenn das hier alles zugebaut ist, mal im schlimmsten Fall mal irgendwie auch oben einen Block aus der Decke rausnehmen, um einen Conveyor durchzulegen, ohne dass wir damit dann gleich die ganze Station wenden. Vorausgesetzt, wir haben dann hier irgendwo noch einen Wartungszugang, das werden wir dann wohl nochmal irgendwie bei Gelegenheit nochmal irgendwie arrangieren müssen. Aber gut, das ist jetzt auch irgendwie nichts Wahnsinniges Wildes. Ihr habt ja gesehen, was wir mit der Schiebetür gemacht haben. Das machen wir dann einfach irgendwie nochmal in der Decke an irgendeiner unauffälligen Stelle. Und dann sind wir da auch fein. Oder packen es vielleicht hinten hin. Also so... irgendwo da hinten hinter die Wand oder so. Mal gucken.
Im Moment machen wir das Ding jetzt aber einfach erstmal zu. Ob wir das jetzt zuschweißen, naja, so ein bisschen können wir ja mal machen, aber jetzt vielleicht auch nicht alles. Das ist dann vielleicht wieder ein Job für den zwischen den Folgen Markus, der sich dann darum kümmert. War jetzt bei der letzten Folge auch schon sehr, sehr fleißig dabei, muss man ihm erlassen. Also, sagen zwischen der letzten Folge und jetzt so. So, das heißt jetzt einfach mal exemplarisch, packen wir hier mal ein paar Blöcke zu, damit wir auch irgendwie so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, ob das mit der Deckenhöhe passt oder ob wir da vielleicht doch zu weit gegangen sind. Aber nachdem der Raum eh schon 2 Block hoch ist, sollte das eigentlich reichen. Ja, und dann machen wir das Ding hier halt einfach mal schön zu, ne? Ansonsten, was ich mir jetzt irgendwie hier noch, glaube ich, an der Stelle überlegt habe, ist, wie wir jetzt hier irgendwie so ein bisschen weitermachen, weil wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Ressourcen, auch Magnesium, da, weil wenn wir da oben noch ein paar Kanonen draufstellen wollen, müssen wir halt einfach irgendwie noch ein bisschen mehr Munition produzieren, als wir momentan haben. Im Moment haben wir noch einen relativ endlichen Vorrat, den wir von der Erdbasis mitgebracht haben. Und ja, da müssen wir jetzt ein bisschen überlegen, wie wir das finden. Weiß gar nicht, ob ich Magnesium überhaupt schon markiert hatte. Hier oben im All. Ja, ansonsten hier unten machen wir wieder für die Optik noch ein paar Fenster dran. Ja, also wieder auch ganz analog, wie wir das da auch zwischen den, in diesem einer Abstand zwischen diesen Schrägen hatten, kommen jetzt hier wieder Fenster rein, damit wir das Ding hier auch luftig kriegen. Und hier wird dann halt einfach auch wieder, naja, erstmal machen wir hier nochmal auf, damit wir die Ecke hier noch zuschweißen können. Und wenn wir dabei sind, auch gerade den hier. So, und dann kommen wir rein. Was übrigens das Finden von neuen Ressourcen angeht, habe ich mir überlegt, wir machen mal was Lustiges. Und zwar werden wir uns so eine kleine Drohne basteln, also sozusagen wie so eine Probe, mit der wir irgendwie rumfliegen können, ohne unsere Station verlassen zu müssen. Heißt natürlich, wir brauchen hier noch irgendwie eine Antenne, die wir irgendwie auf eine veritable Reichweite stellen können. Was weiß ich, wirklich vielleicht sogar die kompletten 50 Kilometer. Auch wenn mir das ein bisschen Sorgen macht, was das Anziehen gegnerischer Drohnen angeht. Aber dann können wir uns nämlich hier gemütlich in unsere Basis reinsetzen. Einfach ja, halt hier oben in den Kommandositz. Und können mit der Drohne in der Gegend rumfliegen, ohne dass wir da selbst raus müssen. Und ja, ich denke mal, das wird dann einfach so ablaufen, dass wir die in einer nächsten Folge, also wahrscheinlich sogar der nächsten Folge, dann einfach direkt bauen werden. Und ja, dann fliegen wir da halt eben ein bisschen rum mit, schauen, ob wir was finden. Und ja, wenn wir nichts finden und es wieder zu lang dauert, würde ich es ähnlich machen wie bei den bisherigen Erzerkundungstouren. Wenn der Aufwand dafür über die Folge rausgeht, dann schauen wir halt einfach wieder zwischen den Folgen weiter. Und kommen dann zurück, sobald wir was gefunden haben. Mal konkret, wie gesagt, wir brauchen Magnesium und Platin. In diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen hier im Nerdzeitalter und bis zum nächsten Mal. Ciao!